Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Corona-Update hier aus dem Rathaushof. Jetzt klingelt mein Handy. Moment, da muss ich kurz dran gehen. Vielleicht die Bundeskanzlerin, ich komme gleich wieder. Herzlich willkommen zu einem weiteren Corona-Update hier aus dem Rathaushof. Schön, dass ihr da seid. Bis gleich. Helene? Ja? Die Rathausgans. Du kannst lesen? Klar. Dann mach du doch die Nachrichten für die Kinder hier aus dem Rathaus, die Corona-Nachrichten. Erklär du das doch. Kannst du das? Klar kann ich das. Also wenn ich den Zettel nehmen darf und das dann ablesen, ist das kein Problem. Ja klar, kannst du gerne nehmen. Dann bin ich gespannt. Ich höre zu. Gut. Toll, dass du das machst. Danke. Gern. Herzlich willkommen zu den ersten Nachrichten im Konstanzer Kinder-TV hier aus dem schönen Garten am Rathaus. Herrlich. Schön, dass ihr da seid. Wir haben wunderbare Neuigkeiten. Die Spielplätze und Museen und sogar die Insel Mainau dürfen wieder öffnen. Das heißt, ihr könnt wieder besser draußen spielen. Aber ihr müsst bitte immer 1,50 Meter Abstand halten. Das ist ganz, ganz wichtig. Weiterhin ist es so, dass in den Museen und anderen öffentlichen Gebäuden und Orten neue Regeln vorherrschen. Auf die müsst ihr Acht geben und ihr müsst euch daran halten. Ja. Und noch etwas. Bleibt bitte weiterhin viel zu Hause und spielt im Garten oder auf den Balkonen. Das wäre super. So, im Anschluss kommen jetzt noch weitere Neuigkeiten aus dem Studio des Bodenseeforums jetzt gleich wieder mit der Rathausgans Helene. Hallo, herzlich willkommen zu den Nachrichten im Konstanzer Kinder-TV. Neues aus Konstanz. Maskenpflicht in Deutschland. Wie ihr seht, trage ich jetzt einen Schnabelschutz. Das ist dasselbe wie ein Mund- und Nasenschutz, den ihr jetzt tragen müsst. So eine Maske soll andere schützen, damit wir sie nicht mit dem blöden Coronavirus infizieren. Das heißt anstecken. Überall in Deutschland müssen wir jetzt beim Einkaufen oder beim Bus- und Bahnfahren so eine Maske tragen. Na, ich finde so einen Schnabelschutz oder Mund- und Nasenschutz ziemlich schick. Tiere brauchen das ja ansonsten nicht. Aber er hier, schaut mal, der ist ganz schön elegant. Also, viele Menschen nähen jetzt selber solche Mundschützer. Denn es gibt viel zu wenige medizinische Atemmasken. Und diese werden dringend in Krankenhäusern, in Arztpraxen und in Altersheimen gebraucht. Die Menschen, die brauchen sie, um sich intensiv um andere Menschen, die krank sind, zu kümmern. Zum Einkaufen oder im Bus oder eben auch in der Stadtbücherei, da brauchen wir so einen medizinischen Schnabel oder Mundschutz gar nicht. Da reicht ein einfacher, bunter, selbstgenähter Schnabel, ein Mund- und Nasenschutz. Na, wenn ihr sowas selber basteln wollt, dann findet ihr viele Anleitungen im Internet. Schaut doch mal unter konstanz.de/coronavirus. Da gibt's eine. Und wenn ihr sie selber näht oder bastelt, dann fragt am besten eure Eltern oder Geschwister, ob sie euch helfen. Und ich bin gespannt, wie eure Masken dann aussehen. So wie meine oder zum Beispiel. Also so ginge auch mit einem Schlupfschal. Einfach vor den Mund. Das ist auch erlaubt. Moment, ich habe noch einen.
oder wie dieses wunderschöne Modell. So können die aussehen. Naja, aber zu Hause müsst ihr sowas nicht tragen. Moment, hier im Studio, da muss ich das natürlich auch nicht aufsetzen. Mal sehen. So, das ist prima. Übrigens müsst ihr diesen Mund- und Nasenschutz jeden Tag auswaschen. Nur dann hilft er was. Mit schön kochendem Wasser. Dann sind alle Sachen tot, die da nicht reingehören. Genau. Also. Falls ihr Fragen an die Stadt oder an mich habt, dann sendet doch eine Mail an die Rathausgans Helene. Ich habe nämlich eine Mailadresse. Und die lautet frag-helene@konstanz.de. Im Rathaus, da weiß man Antworten auf alle Fragen. Und wir beantworten dann eure gestellten Fragen live hier in den Nachrichten oder ihr bekommt persönlich Post nach Hause. Na, das war's jetzt mit den ersten Konstanzer Kindernachrichten im Konstanzer Kinder-TV. Jetzt hat Helene noch was für euch. Also, ein Witz von Helene für die Kinder von Konstanz. Im Biologieunterricht erklärt der Lehrer: Merkt euch, alles, was Federn hat, legt Eier. Fragt der kleine Nils: Auch Indianer? Indianer. Wie als... Naja. Also, das war es für heute. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bleibt zu Hause. Eure Helene.